Hallo und herzlich willkommen hier bei den Tide Travel Friends zu einem neuerlichen Hotel-Review, diesmal vom Sifa Resort auf Koh Kut. Und was ihr hier links schon seht, das gehört alles mit zum Sifa Resort. Ja, viel Spaß beim Video. Hier befinden wir uns im Frühstücksbereich des Sifa Resort auf Koh Kut. Omelettes, Spiegeleier, Pancake werden hier auch frisch zubereitet. Ansonsten findet sich eigentlich alles, was man zum ordentlichen Frühstück benötigt. Toast und so weiter. Marmelade ist dann auf der anderen Seite bei den Getränken mit untergebracht. Da stehen auch die Toaster. Ja, Anmerkung noch von uns. Wasser und Kaffee sind ganztägig für die Hotelgäste dort vorhanden. Soweit, so gut. Für die Strandgäste und natürlich auch für die Hotelgäste hält das Sifa Resort hier eine kleine Bäckerei oder einen kleinen Shop halt noch mit vor für Kaltgetränke, Kaffee, Küchlein und so weiter und so fort. Hallo! Sawadika! Wir starten jetzt mit einer kleinen Roomtour hier im Sifa Resort auf Koh Kut. Wir wurden untergebracht in einem Gartenbungalow. Ja, und wir nehmen euch einfach mal mit. Ja, unsere kleine Terrasse. Wir haben hier Sitzmöglichkeit mit Tisch, ein Wäschetrockner, hier schon das Bett oder besser gesagt die Kissenburg. Ja, und hier drüben Ablagemöglichkeit, Fernseher, Kühlschrank, täglich zwei Flaschen Wasser auf Kosten des Hauses, so ein Standardspruch. Ein Schrank. Ja, was wir ein bisschen vermissen, ist ein Safe. Aber naja, der Badbereich, sauber. Ja, mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Auf geht's zum Pool. Und wir müssen gestehen, wir waren nicht einmal drin.
Das Seafahr-Ressort bietet auch Motorbikes zum Verleih an, ideal, um hier die Insel auf eigene Faust zu erkunden. Hier zeigen wir euch die Beachfront-Bungalows am Aotapao Beach hier im Seafar-Ressort auf Kokut. Das Ressort verfügt auch über einen eigenen Pier. Hier ist die An- und Abreise auch über das Wasser möglich. Und mit diesen Bildern vom nächtlich beleuchteten Strandbarbereich bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns bis zum nächsten Video.